Willkommen zurück zu Top Rider 4. Ja, was sucht denn der Mauszeiger hier? Mal weg hier. So, hier haben wir es jetzt mal aufgehört. Aber ich glaube, hier kommen noch einige. Wir können ja jetzt mal genau, die Schrot nehmen, weil ich glaube, hier kommen einige Gegner. Ich sehe nix. Der hat schon mehr ausgehalten. Muss man ja mal sagen. Aber der hat, glaube ich, auch was liegen lassen. Ah, eine Uzi. In dem Fall kriegen wir natürlich nur die Munition. So, mal gucken, ob der andere auch was fallen lassen hat. Ne, der ist... Der war ja gleich hier, ne? So. Wow, und der Wind, der weht hier auch wieder. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hört. Weil ihr wisst ja, ich höre es ja ein bisschen lauter. So, aber ich gehe erstmal hier überall hin. Weil es könnte ja sein, dass hier noch mehr Verbrecher rumrennen. Aha, hier liegt zum Beispiel Schrot. Ja, Schrot, da hatten wir jetzt schon 180 Schuss, ne? Also, das ist ja eine Menge. Ah. Ah, er macht einen auf. Nützt dir aber nichts, mein Freund. Der hat mir nichts hinterlassen, aber da hinten sehe ich schon... Ach nee, das ist bloß der Fußboden. Dann gehen wir mal weiter hier durch. Ziemlich großes Areal. Hier haben wir noch Fackeln. Und da haben wir noch einen Bösen. Ja, Mensch! Die halten aber auch was aus. Da muss ich ja direkt mal ein kleines nehmen. Ja, und gleichzeitig die Fackeln aufnehmen. So, ich sehe schon, da oben ist ein Schalter. Und da kann man hangeln. Da auch. Überall. Also ich denke mal, dass wir den Schalter auf jeden Fall drückziehen müssen. Ja, sowieso. Aber ich weiß jetzt nicht genau, was der bewirkt dann. Da könnten wir eventuell hoch. Und hier vorne war dann da auch was zum Hochklettern irgendwo. Hier kann man doch auch hoch. Ja, da oben ist ja auch was zum... Seht ihr? Da oben ist auch was zum Klettern. Ja, mal schauen. So. Geh nochmal hier hin. Ich will nochmal gucken, ob da irgendwo was liegt. Nein. Okay. Nicht runterspringen. Na gut, wir können ja erstmal da hinten schauen. So, hier könnte man auch hoch. Ist ja dann eigentlich, warum soll man denn da hangeln, wenn man hier schon drüben auch hochkommt? Stehe ich jetzt nicht, aber da oben in der Decke ist ein Loch. Hier auch. Hm. Okay. Gehen wir mal am besten eins. Kommt man denn hier hoch?
Das könnte zu hoch sein, ne? Ja. Ist zu hoch. Okay, gehen wir mal eins weiter. So, hier da vorne sieht es aber besser aus. Beziehungsweise da. Hier so. Hier kommen wir doch hoch. Moment, habe ich da ein Millipick liegen sehen? Da muss ich hier nochmal runter. Ein großes auch noch. Das können wir doch hier nicht liegen lassen. Das geht doch gar nicht. So, einmal umdrehen. Ja, hier kommen wir hoch. So, dann könnte ich jetzt hier hangeln, aber da drüben liegt was, aber da oben ist eine Lücke, ne, wenn ich das richtig sehe. Ich würde aber doch den Schalter erstmal gern aktivieren. So. Dann mal hoch. So, war der hier? Ich guck mal kurz. Nee, da liegt auch nichts. Okay. Dann müssen wir hier links. Ah, nee, und da ist einer. Der klettert tatsächlich auch. Wieso? Kann der was klettern, was ich nicht kann? Die Sau! Na warte. Moment, dafür können wir normale Waffen nehmen. Sagen, der muss ja mal langsam sterben. Habt ihr gesehen, was der ausgehalten hat? Der lässt mir nicht mal was. Olle Sau. So, jetzt kann ich hier wieder. Wo war denn das nochmal gewesen? Eins weiter zurück. Hier hinten. Nein, nicht runterfliegen. Geh hier hoch. So, einmal umdrehen. Ist aber auch fies. Warum konnte ich den... warum konnte ich den nicht runterschmeißen? So, kann ich denn jetzt hier in Ruhe mal nach da hinten zu den Schalter hangeln? Ja, sieht gut aus. Wenn man hier überhaupt zu den Schalter kommt, heißt das. Und hier könnte man auch noch links. Aber wir gehen erstmal da hinten hin. Hier war, glaube ich, gar nicht der Schalter. Ja, hier geht's so gar nicht weiter. Hier war doch gar nicht der Schalter. Dann gehen wir da mal rechts rein. Hier so. Also ich glaube nicht, dass man im richtigen Leben so lange auf die Art und Weise hangeln könnte. So. Ja, hier ist das. Aber hier kann man ja auch hangeln.
war denn das mit dem... War das nicht ganz hinten eigentlich? Mit dem Schalter? Ich gehe erstmal hier lang. Da hinten ist nämlich so eine Art, seht ihr da, die Klappe da. Ich denke mal... Ich denke mal, dass die Klappe... So... Aber wenn wir schon mal hier sind, wir gucken uns das leider mal an, wo der Schalter nochmal ist. So, hier kann ich auch klettern. Oder hier war der Schalter. Jups. Nochmal nach da gucken. Nee, das war doch der Raum, wo wir schon hier oben waren. Hier waren wir doch schon oben. Nee, da, weil da kommt man ja auch so hoch. Warum kann man denn hier auch klettern? Verstehe ich jetzt nicht. Hier war doch der Schalter nicht gewesen. Nee, auf gar keinen Fall. Na gut, dann... gehe ich hier nochmal runter. Guck nochmal genau, wo der Schalter ist. So, hier ist ja der Anfang. Hier war auf gar keinen Fall der... Der war doch da ganz hinten. So, hier war der nicht. So, hier war aber die Stelle, wo wir da hochgegangen sind. So, hier. Andere Seite? Weil weiter ging das doch gar nicht. Da ist der Schalter. Gut, da habe ich zwar hingeguckt, aber ich habe nur geguckt, ob da was liegt. Habe mich darauf geachtet, dass da an der Wand ja dieser Schalter ist. So, na gut, dann gehen wir hier nochmal hoch. Ja. Also jetzt hier vorne gleich rechts. Warum habe ich den denn nicht gesehen? Ich habe doch so geguckt, ne? Würde auffallen müssen, dass da was schwarz an der Wand ist. So. Ja, konnte ich mir schon denken, dass der für diese Klappe ist. So. Ich wollte jetzt nur gucken, ob uns jetzt hier nochmal einer auf den Keks gehen will. Na, schöne Musik. War schön. So, und jetzt ja eigentlich dahin, wo die Klappe war. Pistolen lassen wir mal. So, hier war die Klappe. Und
Dann müssen wir wahrscheinlich noch eins höher, wenn ich das richtig sehe. Also genau hier über mir. Und da hinten waren wir ja auch schon. Ah, da kommt irgendwo einer. Klettermaxe. Die halten ja echt viel aus, ey. Wehe, du hast es was fallen lassen. Der hat was fallen lassen. Oh Mann. Aber da vorne liegt auch was. Uzi. Gehen wir nochmal runter hier. Ich kann einfach nicht was liegen lassen, wenn ich weiß, dass da was ist. Das ist ja auch noch die bessere Schrot, glaube ich. So. Na, wir kommen ja, wir sind ja gleich hier. Von daher kommen wir hier auch leicht wieder hin. Einmal drehen. Ah, da oben ist ein Fenster oder mehrere, seht ihr das? Aber erstmal wieder hier hin, dann schätze ich mal da hinten auf den Klotz, dann ins Höher. So. Hier hoch. Denke ich mal hier hoch. Liegt da was? Nee. So, und jetzt müssen wir hier irgendwie lang. Zack. Da liegt nichts. Denke ich mal dahin. Ey, wieso ist die Kamera hier so komisch? Ah, da ist eine Kugel auf dem Sockel. Kann ich die runterschießen? Tatsache. Und die hat jetzt... Moment. Kamera, kannst du mal jetzt wieder... Okay, danke. Die hat jetzt was gemacht? Bestimmt da unten ein Loch reingehauen. Okay. Oh, nee. Ne, Vorsicht. Ich wollte hier auf der anderen Seite mal gucken, ob hier noch was ist. Nein! Aua, oh, fast tot. Aber ich will jetzt nicht hier... Da müssen wir mal ein großes nehmen. Und können auch mal speichern. Wieder die falsche Seite gewählt. Damit wir es nicht nochmal alles machen müssen, falls jetzt irgendwie eine Horde kommt oder so. Na gut, dann sind wir jetzt hier unten schon mal. Es war ja hier nichts weiter, ne? Also ich konnte jetzt hier jedenfalls nichts entdecken, großartig. Dann gucken wir jetzt mal hier bei der Kugel. Die hat hier das hier eingeschlagen. Gehen wir mal hier runter. Hier hätten wir auch noch was. Wo geht es denn da lang? Nirgendwo, aber hier, ich sehe, habe ich erst gar nicht gesehen. Die Muni hier. Uzi. Wieder raus. So. Und dann geht's ja nur hier lang.
da. So, mal hinter uns gucken. Ne, da ist nichts. Okay. So, aber hier ist schon wieder... Uiuiui. Hier ist schon wieder mehr. Boah, eine Strippe. Okay. Da oben könnte man vielleicht auch hin, aber hier kann man auch hin. Oh, das wird ja interessant. Also die Strippe ist wahrscheinlich... Moment, was war da? Die Strippe ist wahrscheinlich zum Resetten. Hier ist ja auch nochmal ein Gang. Ach nee, das war das. Okay. So, wo geht's hier hin? Ich sehe schon da oben. Oder kommt man hier bloß wieder raus? Na komm, halte ich jetzt mal fest. Müssen wir natürlich prüfen, ne? So, geh mal hier weiter in der Mitte, dann kannst du auch... Ich will nur gucken, wo es dahin geht. Ah. Okay. Bricht aber nicht hier ein, ne? Hier kann ich drehen. Will ich aber jetzt noch nicht, weil ich nicht genau weiß, was das macht. Oder wo geht's hier lang? Hui. Ah, hier ist noch was zum Drehen. Das ist interessant. Ich glaube, wir müssen das drehen, ne? Wir drehen das mal einmal, wenn ich es kann. Ich probiere es mal. Irgendwelche Säulen verdrehe ich da. Okay. Ist wahrscheinlich falsch, aber man kann es ja jederzeit auch zurückdrehen. Auf jeden Fall muss man hier irgendwas so in die Richtung drehen, aber ich weiß jetzt nicht genau. Ich sehe bloß da unten, dass das Säulen sind. Nein, 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 nein. Ach, sie dreht das bloß geradeaus. Dann drehe ich das jetzt nochmal einmal rum, damit ich weiß, dass ich das nur einmal gedreht habe, so ungefähr. So wollte ich das haben. So, wo geht's denn da weiter? Noch zu ein Rad? Noch ein Rad. Das wäre ja falsch jetzt eigentlich. Aber hier ist Apple. Wir lassen das mal so gedreht. Einfach nur mal so. Aber ich denke mal, das müssen wir noch mal. Weil das wäre ja zu einfach. Gehen jetzt mal zurück zu den... Da muss ich auch schon wieder einen Schnitt machen. Ui, das war knapp. So. Lop. Das hat irgendwas mit dem Teil da vorne zu tun. Denn hier ging es ja nicht weiter, ne? Nee. Okay. Irgendwas mit dem Raum hier. Die Frage ist,
Ah, Moment. Kann ich da mal hoch? Gucken wir uns das mal an. Okay, kann ich auch rein. Aber das würde ich sagen, untersuchen wir erst beim nächsten Mal. Dann sage ich mal an der Stelle tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Top Rider 4. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.